Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, herzlich willkommen wieder zum Impuls zum Tagesevangelium, in dem wir heute aus dem Munde Jesu hören: Keiner von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Diese Worte sagt Jesus zu einer Menge von Menschen, die ihn begleiten. Und ich möchte sozusagen nochmal darauf hinweisen, darauf aufmerksam machen, dass die Nachfolge Jesu nicht aus einem schönen Gefühl besteht, das ich vielleicht manchmal habe in Zeiten des Gebetes oder die Menschen, die Jesu begleiten, weil da manche von Krankheiten geheilt werden oder weil sie bei der wunderbaren Brotvermehrung, weil sie was zu essen bekommen, sondern die Nachfolge Jesu besteht aus einer Entscheidung, in der ich alles, was ich habe, meinen inneren und äußeren Besitz, verlasse oder loslasse und in seinen Dienst stelle. Das heißt, wenn ich in der Nachfolge Jesu, kann ich nicht einen bestimmten Bereich meines Lebens für mich reservieren oder behalten. So. Wenn ich Jesus nachfolge, dann muss ich meinen inneren und äußeren Besitz ganz Jesus zu Diensten stellen. Das heißt, er ist der König, er ist der Herr. Und alles, was ich habe, lege ich ihm zu Füßen und er kann es verwalten, er kann damit machen, was er möchte. Bis hin zur Gesundheit und, wenn es gefordert ist, auch mein Leben, was wir dem Beispiel vieler Märtyrer sehen. Ich durfte in den letzten Tagen mit Pfadfindern auf Wallfahrt sein und bei dieser Wallfahrt gab es einen Moment, wo einzelne Pfadfinder einen Schritt der bewussten Nachfolge machen konnten. Das heißt, sie haben sich auf den Weg der Nachfolge Jesu gemacht und ganz bewusst entschieden, ja, ich will Jesus nachfolgen, in seinem Dienst stehen. Und da ist zwischen denen, die das schon mal gemacht haben, und dem, der das machen möchte, wurde so ein Dialog geführt, also eine Frage-Antwort. Und da heißt es, du verlangst danach, dich auf den Weg zu begeben, aber weißt du, was der Weg von dir verlangt? Hast du bedacht, dass, um dich auf den Weg zu begeben, du zunächst dein Zuhause und dich selbst verlassen musst, auf deinen Egoismus verzichten musst, auf deine Bequemlichkeiten, auf deine Sicherheit? Weißt du, indem du den Weg betrittst, dass du dich im Voraus damit einverstanden erklärst, dich jedem zu verschenken, der kommt, dass du nicht mehr dir selbst gehörst, sondern den anderen? Bist du bereit zu dienen? Und der junge Mann spricht dann, ja, ich weiß es und ich bin bereit. Dann legt er das Versprechen ab, dass er ihm ganz besonders sich sein Leben in den Dienst Jesu stellen möchte. Und wenn wir das so hören, die Worte Jesu und das von dem Pfadfindern, dann ist es wirklich so, dass die Nachfolge Jesu radikal ist. Also sie ist auf die Wurzel gehend. Das heißt, ich kann wirklich nichts zurückhalten, sondern alles, was ich habe und was ich bin, gehört Jesus, wenn ich ihm nachfolgen möchte. Das ist eine Herausforderung, aber wir dürfen bei all dem nicht vergessen, dass letztlich immer Jesus den ersten Schritt auf mich zumacht, mich einlädt, das heißt, mir die Sehnsucht eigentlich erst danach schenkt und mich dann dazu befähigt, diesen Schritt zu machen. Das ist nicht ein Schritt in das Leere, sondern ein Schritt in die Fülle. Dazu muss ich aber erst leer sein. Dazu darf ich euch den Segen spenden. Der Herr sei mit euch, mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottes Mutter Maria, der heiligen Erzengel, Schutzengel und Namenspatrone, der priesterlichen Vollmacht, in Kraft des Heiligen Kreuzes und des kostbaren Blutes, im Namen Jesu, setze ich euch frei von allen bösgeistigen Bindungen an Dinge, Personen oder Orte, alle bösgeistigen Bindungen an den inneren oder äußeren Besitz. Setze euch frei davon, dass ihr in der Freiheit der Kinder Gottes leben dürft. In dem Namen Jesu verbanne ich alle bösen Geister, die hier womöglich im Spiel sind, den Ort, den Gott für sie bestimmt hat, dass sie nicht wiederkehren können. In dem Namen Jesu
berge ich euch in den heiligen Wunden Jesu, dass ihr beschützt und bewahrt seid. Er schenkt euch Heilung, Geist, Seele und Leib und salbe euch neu mit dem Heiligen Geist, dem Geist des Glaubens, der Hoffnung, der Zuversicht, der wahren Liebe, der Hingabe und des Friedens und der Freude. Und das gewähre und schenke euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Alles Gute und einen schönen Tag.